Punkt 3, Punkt 4, Punkt 7. Die Flüche Allahs. Allah hat die Frauen verflucht, die Männer imitieren. Und Männer verflucht, die Frauen imitieren. 590. Dabei zielt alles auf die sexuellen Freuden der Männer ab. 591. Frauen, die garantiert verflucht werden, sind diejenigen, die ihre Männer von sich stoßen, wenn diese Geschlechtsverkehr haben möchten, und behaupten, sie hätten ihre Periode, auch wenn es gar nicht zutrifft. 592. Aber auch Frauen, die Haustiere und Vögel töten, fahren direkt in die Hölle, genau wie Frauen, die der Vielgötterei anhängen, und scheinheilige Frauen. 593. Letztere sind die größten Lügnerinnen, vor allem, wenn es ihnen gelingt, ihren Mann zu überreden, ein Kind zu adoptieren, diesem den Namen seines eigenen Vaters zu nehmen und ihm den Namen der neuen Familie zu geben. 594. Der Islam hat so etwas absolut verboten. 595. Wer ein Kind adoptiert, kommt garantiert in die Hölle, weil er einen Befehl Allahs und seines Gesandten nicht befolgt hat. 596. Der Prophet hat auch gesagt, es hat eine Unmenge perfekter Männer gegeben. Aber unter den Frauen gibt es nur wenige, die vollkommen waren. Das waren Maria, die Mutter Jesu, Fatima, die Tochter des Propheten, Khadija, die Frau des Propheten und Mutter von Fatima, und Aisha, die Frau, die der Prophet am meisten liebte. 597. Kurzum, nicht gerade eine berauschende Auswahl. 598. Abdul Hamid hat Mitleid mit Frauen, weil es ungemein schwierig für sie sei, ins Paradies eingelassen zu werden. 599. Er ermahnt die Männer, unterdrückt sie nicht und erlaubt ihnen nicht, sogenannter Freiheit und Gleichheit hinterherzujagen und zu tun, was sie selbst möchten. 600. Das erscheint, milde ausgedrückt, paradox. 601. Er fährt fort, wollt ihr ihnen die Gleichheit geben, die Frauen im Westen besitzen? 602. Was denkt ihr denn? 603. Allah hat ja gesagt, die Männer sind Sachwalter der Frauen, weil Gott sie über die Frauen gestellt hat und weil sie ihren Besitz für sie ausgegeben haben. 604. Der Prophet hat eindeutige Anweisungen hinterlassen, in denen er befohlen hat, die Frauen zu beschützen und sie nicht ihrem eigenen Willen und ihren Vergnügungen nachrennen zu lassen. 605. Aber der moderne Mann gehorcht Allah nicht mehr. 606. Er hat den Frauen die Zügel schießen lassen und sie tun nun, wozu sie Lust haben, im Namen der Freiheit für Frauen und Gleichheit. 607. O muslimische Frauen, hütet euch vor diesen Männern. Sie gehen euch voran auf dem Weg in die Hölle. 608. Folgt nicht diesem westlichen Unsinn über Gleichheit, denn sonst fahrt ihr in die Hölle. 609. Das ist todsicher. 610. Kurz gefasst lässt sich also sagen, der moderne Mann hat keine Gewalt mehr über die Frauen und fährt dafür direkt in die Hölle. 611. Auf das zusätzliche Unterhaltungselement für diesen Unterpunkt verweist im Anhang Musikproduktionen der dortige Unterpunkt 8. Ich fahr für dich in die Hölle. Dazu zählen die Unterpunkte 8.1
Kasten tot, ich fahre dich in die Hölle. Sexo, Workout Fine Vocals, Dionics und 8.2. Kasten tot, ich fahre für dich in die Hölle. Treif, Alex Berauser. Anhan Musikproduktionen. Punkt 8. Ich fahre für dich in die Hölle. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhan Musikproduktionen. Punkt 8.1. Carsten Todd, ich fahr für dich in die Hölle. Saxo, Workout Fine Vocals, Dionics. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Dionics mit dem Titel Saxo, Workout Fine Vocals. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich lasse dich frei sein. Doch ich will bei dir sein. Du bist meine Königin, ich dein Prinz. Du bekommst alles, weil du mein Herz gewinnst. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Ich finde dich sehr attraktiv, auch in Schlapperpulli und in Jeans. Du bist die Frau, um die sich mein gesamtes Leben dreht. Ich tue alles für dich und möchte nur, dass du niemals gehst. Mit deinem Bild in meinem Kopf und du drückst auf diesen Knopf. Deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf, nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Mit deinem Bild in meinem Kopf und du drückst auf diesen Knopf. Deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich lasse dich gerne die Zügel schießen, doch bitte tu kein Öl ins Feuer gießen. Du kannst jederzeit gehen, doch bitte komm immer wieder zu mir zurück. Du weißt genau, du bist und warst schon immer.
ganz großes Glück. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf, nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist.